So, und ich habe mich gerade verletzt beim Abstellen dieses Brettes. Ich habe jetzt einen Spreisel im Finger. Sagt man Spreisel oder sagt man Spreis? Ich habe schon Menschen amputiert gesehen, weil sie nicht sich lokal verständlich machen konnten, ob es Spreisel oder Spreis heißt. Ja. Aber, meine Damen und Herren, lutschen ist ein guter Übergang, denn die CSU hatte eine Frau, die wirklich in der Lage gewesen wäre, ja, mit der Peitsche Ordnung in diesen Sauladen zu bringen, aber man hat sie rausgeekelt. Aber in gediegenem Wohlfühlambiente hatte unser Erotikreporter Jan Böhmermann Gelegenheit, der Fashionbiene aufs Dirndl zu fühlen. In entspannter Wohlfühlatmosphäre wird sich zeigen, ist sie eine kongeniale Politgöttin mit einer Schwäche für wirre Parteineugründungen oder doch bloß die durchgeknallte Ex-Latex-Landrätin, die alle um sich herum in die Klapse treibt. Mein erster Eindruck, sie ist etwas ganz, ganz Besonderes. Die Rede ist von... Ja, mein Name? Ja. Gabriele Pauli. Mhm. Kritikerunken, wer sich länger als 20 Sekunden in der Nähe dieser meiner Meinung nach glasklaren Realpolitikerin aufhalte, zerfalle entweder sofort zu Staub oder werde komplett wahnsinnig. Quatsch! Moment. Ich spüre nur eines. Wärme. Vermutlich die Seelenwärme meiner politisch progressiven Gesprächspartnerin. Was sind die Dinge, die die Bürger wirklich bewegen, Ihrer Meinung nach? Was Menschen suchen, ist nicht den Perfektionismus, ist nicht das totale Verwalten. Sie wollen sich aufgehoben fühlen. Und wir haben in unserem Programm auch Begriffe zum Beispiel wie Liebe und auch Werte. Die beiden Worte Liebe und Werte, das wäre schön, wenn wir die nochmal, ich würde Sie nochmal fragen, wenn Sie die nochmal sagen könnten, wir würden das in der Postproduktion etwas unterlegen oder mit einem Effekt versehen. Dass wenn Sie einfach Liebe und Werte nochmal so sagen könnten. Nur die zwei Worte. Nur die zwei Worte, ja. Moment, Liebe. Moment, eine Sekunde, ja. Dass wir das, noch mehr, dass wir das, und bitte. Liebe. Werte. Und das machen wir dann hinterher mit Hall. Okay. Okay, super. Okay. Also aufgepasst, ihr Scheißkritiker, es geht hier nicht um Esoterik oder Egomanie, sondern um Werte. Und Liebe. Also, wenn ich das ganz kurz rekapitulieren darf für unsere Zuschauer. Es ist eine Art ganzheitliche Politik, also die Politik, die quasi sich sowohl um das ganze, große Ganze kümmert, aber dann eben in dem zurück zum Menschen führt. Also quasi wie so ein, wenn man das so nimmt, das Ganze einschließt und zurück zum Herz, also wie so ein Herz quasi. Also ist ja quasi so ein Ganze. Das ist schön, wie Sie das sagen. Ja, man fasst das Ganze ein und kehrt in der Mitte zurück zum Menschen. Das ist wie so ein, das Herz, wie so ein ist Herz. Der, das Herz des Menschen, genau. Ja. wann können Menschen fliegen? Fliegen? Ja, fliegen kann man in seinen Gedanken. Da kommt man ja überall hin. Und wer das nicht kapiert, hat in der Politik nichts verloren. Bravo, Gabriele Pauli.